Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte über den Satz von Pick sprechen. Und das ist ein Satz, der mir gewissermaßen herzerwärmend vorkommt. Ich habe mir oft überlegt, wieso er diese Eigenschaft hat. Und ich glaube, es hat zwei Gründe. Also einerseits, weil dieser Satz so unmittelbar zugänglich ist. Man braucht wirklich überhaupt keine Vorkenntnisse, um ihn zu verstehen. Und andererseits, weil der Satz so schnell zu anderen Gebieten der Mathematik führt und zu völlig überraschenden Querverbindungen. Also einerseits einfach zugänglich und andererseits sehr kontaktfreudig. Bei einem Menschen würde man sagen, das ist ein jovialer Mensch. In diesem Sinn ist der Satz von Pick vielleicht ein jovialer Satz. Aber bevor wir zu ihm kommen, schauen wir uns vielleicht an, wer dieser Georg Pick war. Er ist 1859 geboren in Wien-Leopoldstadt. Ich habe nur ein einziges Bild im Internet von ihm gefunden. Es zeigt ihn als einen jungen Mann mit einem Anflug von Schnurrbart, mit struppigem Haar, mit einer mächtigen Krawatte und mit einem verwegenen Eroberer-Blick, wie das damals so üblich war. Also dieser Georg Pick war ein paar Jahre jünger als Sigmund Freud und ein paar Jahre älter als Arthur Schnitzler und wie diese beiden von jüdischer Herkunft. Leopoldstadt, das ist eine Insel in der Donau und als schon seit dem Mittelalter war es der Ort, wo die jüdische Gemeinde gesiedelt ist. Manchmal wurde sie vertrieben, dann kehrte sie wieder zurück. Aber jedenfalls war das ein traditioneller Ort und die Bewohner nennen ihn noch heute liebevoll die sogenannte Matzesinsel. Georg Pick studierte Mathematik an der Universität Wien, offensichtlich mit Erfolg, denn recht bald nach seinem Doktorat wurde er als Assistent in Prag angestellt. Und er blieb dort für den Rest seines Lebens. An der Deutschen Universität in Prag, die eine noch ältere und ehrwürdigere Universität ist, als etwa die Universität von Würzburg oder die Universität von Wien. Tatsächlich, diese Universität ist die erste Universität im deutschen Sprachraum gewesen. Und dort wurde Pick im Laufe der Zeit Professor und später Dekan. Die Fakultät war ganz hervorragend. Es gab dort zum Beispiel unter den Physikern den berühmten Ernst Mach, der dort 30 Jahre lang Professor war. Und eine kurze Zeit auch war Albert Einstein Professor an der Universität in Prag. 1918, da war Pick schon fast 60, war diese Universität plötzlich eine Universität auf tschechoslowakischem Boden. Aber sie blieb weiterhin eine deutschsprachige Universität. 1929, als 70-Jähriger, emeritierte Georg Pick und zog wieder zurück in seine Geburtsstadt nach Wien. Aber 10 Jahre später, also 1938, musste er fliehen, weil das war das Jahr des Anschlusses und da konnte er in Wien nicht bleiben. Und er zog sich wieder zurück nach Prag. Aber auch dort holten ihn die Nationalsozialisten ein und 1942 wurde er deportiert nach Theresienstadt. Und deportiert nach Theresienstadt für einen 83-Jährigen, das war natürlich ein Todesurteil. Er starb 2 Wochen nach seiner Einlieferung. Also geboren in der Leopoldstadt, gestorben in Theresienstadt. Ein sehr trauriger Lebensweg, den leider viele, viele andere mit ihm geteilt haben. Als Mathematiker war Georg Pick ungewöhnlich vielseitig. Er arbeitete zum Beispiel auf dem Gebiet
der Differentialgeometrie oder der Differentialgleichungen oder der Funktionentheorie. Vielen Kolleginnen und Kollegen ist zum Beispiel das Lemma von Schwarz und Pick bekannt oder die Interpolationsformel von Nevan-Linna und Pick. Aber am bekanntesten wurde er natürlich durch den Satz von Pick, der erstmals erschien 1903 in den Sitzungsberichten des Deutsch-Naturwissenschaftlichen Vereines für Böhmen, eine völlig obskure Zeitschrift, die Lotus hieß. Aber der Satz wurde bald in Mathematikerkreisen sehr bekannt. Und worum geht's bei diesem Satz von Pick? Nun, es geht um Vielecke, also um Polygone. Das sind Figuren in der Ebene, die durch einen Streckenzug begrenzt sind. Also man beginnt in irgendeiner Ecke, geht eine Strecke entlang bis zu einem anderen Eckpunkt, dann in eine andere Richtung, wieder eine Strecke und so weiter. Und schließlich kommt man zum Anfangspunkt wieder zurück. Und es ist so, dass man während dieses Streckenzuges niemals zu einem Punkt kommen darf, wo man schon einmal war. Also das wäre kein Polygon, das wäre kein Vieleck, weil es einen Doppelpunkt besitzt, einen Punkt, zu dem man zweimal zurückgekommen ist. Das wird ausgeschlossen. Aber sonst kann es alles Mögliche sein, also insbesondere muss es kein regelmäßiges Polygon sein und es muss auch kein konvexes Polygon sein. Allerdings, es muss ein Gitterpolygon sein. Das heißt, wir stellen uns auf der Ebene ein Gitter vor und verlangen, dass die Eckpunkte des Polygons alle Gitterpunkte sind. Wir können uns etwa vorstellen, dass wir auf der Ebene ein Koordinatensystem haben und dass die Eckpunkte dieses Polygons immer ganzzahlige Zahlen sind. Und bei so einem Gitterpolygon kann man sich jetzt fragen, wie groß ist die Fläche? Und das ist keine sehr schwierige Frage natürlich. Man kann da also messen, die Seitenlängen und die Höhen und so weiter und findet das. Aber der Satz von Pick sagt, wir brauchen gar nichts zu messen. Das Zählen genügt. Und zwar folgendermaßen. Wir zählen, wie viele Punkte, ganzzahlige Punkte, also wie viele Gitterpunkte es im Inneren des Polygons gibt. Diese Zahl nennen wir G von I, I wie innen. Und da sehen wir, also beginnen wir vielleicht von unten zu zählen, in der untersten Reihe sind das 7 Punkte und in der nächsten Reihe sind es wieder 7 Punkte und dann kommen 5 Punkte. Und dann 2 und dann 3 und das wäre es auch schon, also das sind 10, das sind 24 Punkte. Das nächste zählen wir die Gitterpunkte, die am Rand liegen, also deren Anzahl sei GR. Und da zählen wir, also vielleicht ist es da am einfachsten, wir zählen zunächst einmal die Eckpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eckpunkte gibt es da. Und dann auf der unteren Kante, wie viele Punkte im Inneren dieser Kante? Das werden wieder 7 sein. Und auf dieser schrägen Kante liegt noch ein Punkt. Und auf der oberen Kante, im Inneren dieser Kante, sind es noch 2 Punkte. Und ich glaube, auf den anderen Kanten nichts mehr. Also das gibt 16. Und wir betrachten jetzt die Zahl g von i plus g von r halbe. Also diese Zahl dividieren wir durch 2, das ist 24 plus 8,
minus 1. 24 plus 8 ist 32, minus 1, das gibt also 31. Und der Satz vom Pick sagt, der Flächeninhalt des gegebenen Gitterpolygons ist gerade 31. Ja, also der Flächeninhalt ist 31 mal so groß wie die Fläche von dem Einheitsquadrat. Und diese Zahl hier, die nennt man heute die sogenannte Picksche Zahl. Und der Satz von Pick sagt ganz allgemein, wenn man ein Gitterpolygon hat, kann man so den Flächeninhalt erhalten, indem man die Picksche Zahl bildet. Und das ist es schon. Man muss also nicht messen, zählen genügt. Also nochmals, der Satz von Pick lautet, dass der Flächeninhalt von so einem Gitterpolygon gegeben wird durch Anzahl der Gitterpunkte im Inneren plus Anzahl der Gitterpunkte am Rand dividiert durch 2 minus 1. Das ist die sogenannte Picksche Zahl. Und da zunächst ein paar Bemerkungen. Die erste wohl, es kann nur als Inhalt, als Flächeninhalt herauskommen, eine ganze Zahl oder eine ganze Zahl plus ein Halb. Also der Flächeninhalt muss immer ein Vielfaches von ein Halb sein. Er kann nie von der Gestalt sein, irgendwas, Komma 2, 7, 3 und so weiter. Wenn es ein Komma gibt, dann Komma 5. Ja? Die zweite Bemerkung ist natürlich, dass der Satz sehr plausibel wirkt. Also je mehr Gitterpunkte im Inneren sind, desto größer der Flächeninhalt. Das scheint ganz selbstverständlich zu sein. Und was die Gitterpunkte am Rand betrifft, also das sind die Punkte, die sich nicht entscheiden können, können sie jetzt zum Polygon oder können sie nicht zum Polygon, 50-50, also die zählt man halt mit Gewicht ein Halb. Das schaut auch zunächst ganz plausibel aus. Aber bei näherem Nachdenken dann eigentlich nicht, weil zu diesen Gitterpunkten am Rand zählen ja auch die Eckpunkte. Und da schaut es zunächst so aus, als würde ein Eckpunkt, der an einem Spitzeneck liegt, ja nur viel weniger beitragen zum Flächeninhalt als ein Eckpunkt bei einem stumpfen Winkel oder einem größeren Winkel jedenfalls. Also das ist dann wieder ein bisschen überraschend. Aber schauen wir uns ein paar Beispiele an. Schauen wir uns zunächst einmal ein einfaches Einheitsquadrat an. Also da gibt es überhaupt keinen Punkt, keinen Gitterpunkt im Inneren, daher ist GI gleich 0. Und GR, das sind die vier Eckpunkten, das ist also gleich 4. 4 halbe minus 1, das gibt 1. Gott sei Dank, also für das Einheitsquadrat stimmt's. Und für ein kleines Dreieck, das man durch Halbieren erreicht, da gibt es natürlich wieder keinen Gitterpunkt im Inneren, also GI ist 0, GR, die Anzahl der Gitterpunkte am Rand, ist 3. 3 halbe weniger 1, das ist 1 halb, das ist der Flächeninhalt von diesem kleinen Dreieck. Und genauso gilt das für alle Dreiecke, die keinen inneren Gitterpunkt besitzen, die haben alle den Flächeninhalt 1 halb, das ist der kleinste Flächeninhalt, den ein Gitterpolygon haben kann. Und jetzt wagen wir uns vielleicht an ein achsenparalleles Rechteck heran. Also das wäre, haben wir hier die Längen 6 und 4, sagen wir. Und da sollte also 24 herauskommen, hoffen wir. Und wie viele Gitterpunkte gibt es im Inneren? Nun, da zählen wir, also da sind 3 Reihen von inneren Gitterpunkten und jede Reihe hat 5 Punkte. Also 3 mal 5 GI ist dann gleich 15. Und wie steht es mit den Gitterpunkten am Rand? Also sagen wir, am rechten Rand haben wir 4 Gitterpunkte, aber rechnen wir nur die ersten 4,
Und dann für die obere Kante den Eckpunkt dazu und dann rechnen wir 6 und dann wieder 4 und dann wieder 6. Also das ist 4 plus 6 plus 4 plus 6, das ist 20 durch 2. Ja, und dann minus 1. Und das gibt also 25 weniger 1. Das ist 24. Also soweit, so gut. Und jetzt können wir sogar schon versuchen, für alle achsenparallelen Rechtecke diese Formel von Pick zu beweisen. Schauen wir uns also jetzt ganz allgemein den Fall eines achsenparallelen Rechtecks an, mit den Seitenlängen a und b. Was ist da die Anzahl der inneren Gitterpunkte, also GI? Da hat man b minus 1 Reihen von jeweils a minus 1 Gitterpunkten. Also kommt GI ist gleich a minus 1 mal b minus 1. Und wie viele Gitterpunkte am Rand, also an dieser Kante zum Beispiel, wenn wir die untere Ecke weglassen, haben wir b Gitterpunkte. Und an der oberen Kante kommen dann A-Gitterpunkte dazu und dann wieder B-Gitterpunkte und dann wieder A-Gitterpunkte. Also das ist 2A plus 2B. Und wenn wir also jetzt die Pick-Zahl ausrechnen, die Pick'sche Zahl GI plus GR halbe minus 1, das gibt also GI, schreibe ich auf, AB minus A minus B plus 1. Hier kommt plus A dazu, GR halbe und plus B. Und dann noch ein minus 1. Also da kommt tatsächlich A mal B heraus. Gott sei Dank, das stimmt also auch für achsenparallele Rechtecke. Als nächstes Gitterpolygon schauen wir uns jetzt ein achsenparalleles Dreieck an. Also natürlich ein rechtwinkeliges Dreieck mit den Seiten A und B. Und da sollte die Pickzahl A mal B halbe sein. Und um das zu beweisen, ergänzen wir zunächst einmal dieses Dreieck zu einem achsenparallelen Rechteck. Und für so ein Rechteck gilt ja, dass die Fläche, also der Inhalt, so groß ist wie die Summe vom Inhalt von A und vom Inhalt von B, also zweimal der Inhalt von B. Und jetzt werden wir zeigen, dass die Pickzahl vom Rechteck gleich der Pickzahl von A plus der Pickzahl von B ist. Und weil diese Pickzahlen natürlich gleich groß sind, wird folgen, dass Pickzahl vom Rechteck gleich ist der Pickzahl zweimal der Pickzahl von B. Und da jetzt für Rechtecke gilt, dass der Inhalt, der Flächeninhalt gleich der Pickzahl ist, muss das auch für B gelten. Gut, also wir wollen jetzt diese Formel, Pickzahl vom Rechteck gleich Pickzahl von A plus Pickzahl von B, beweisen. Und dann nehmen wir uns zunächst einmal die einzelnen Gitterpunkte vor. Schauen wir uns zuerst an einen Gitterpunkt, der im Inneren von einem Dreieck liegt. Der ist auch ein Gitterpunkt im Inneren von dem Rechteck. Der hebt sich also bei der Formel links und rechts weg. Dasselbe gilt auch für die Gitterpunkte, die auf der oberen Kante oder auf der rechten Kante oder auf der linken oder auf der unteren sind, aber nicht auf der Diagonale. Für diese Gitterpunkte gilt, sie sind Randpunkte sowohl vom, zum Beispiel hier, vom Dreieck
A als auch vom Rechteck. Sie zählen also in der Formel links und rechts jeweils ein halb. Das hebt sich weg. Also diese Punkte können wir auch vergessen. Es bleiben jetzt also die Gitterpunkte, die auf der Diagonale liegen. Schauen wir uns da zunächst einmal Gitterpunkte an, die im Inneren der Diagonale liegen. Das sind auch Gitterpunkte im Inneren des Rechtecks. Also zu der Pikzahl vom Rechteck tragen Sie plus 1 bei. Für die Pikzahl von A tragen Sie ein halb bei und für die Pikzahl von B auch ein halb. Und ein halb plus ein halb, das ist 1, also das hebt sich auch wieder auf den beiden Seiten weg. Da hebt sich also alles weg, außer die Eckpunkte, die auf der Diagonalen sind. Schauen wir uns so einen Eckpunkt auf der Diagonalen an. Er ist ein Eckpunkt des Rechtecks und trägt also ein halb bei. Er ist also links Beitrag ein halb und rechts der Beitrag jeweils auch ein halb, weil dieser Punkt ist Randpunkt von A und Randpunkt von B. Zählt also jedes Mal ein halb. Der trägt also rechts um ein halb mehr bei als links. Und genau dasselbe gilt auch für den unteren Eckpunkt. Ja, da hat man also diese beiden Eckpunkte, die tragen rechts um 1 mehr bei als links. Jetzt gibt es aber Gott sei Dank, gilt aber Gott sei Dank, dass zur Pikzahl auch noch diese Zahl minus 1 gehört pro Polygon. Also die Pikzahl eines Polygons ist, man zählt die Gitterpunkte und dann minus 1. Da zählt man also minus 1 links und zweimal minus 1 rechts bei der Summe. Und daher hebt sich das weg und es geht sich alles aus. Also stimmt, dass die Pikzahl vom Rechteck gleich Pikzahl von A plus Pikzahl von B ist. Das ist also zweimal die Pikzahl von B aus offenkundigen Symmetriegründen. Und daher ist auch die Pikzahl von B gleich dem Inhalt von B. Genau dasselbe Argument können wir ganz allgemein machen, wenn wir ein Vieleck zerlegen durch eine Diagonalen. Das ist also eine Strecke, die zwei Eckpunkte verbindet und die ganz im Inneren von dem Polygon verläuft. Schauen wir uns sowas an. Da wäre unser Polygon C, das ursprüngliche Polygon, und das haben wir jetzt zerlegt mit einer Diagonalen in zwei Polygone A und B. Und wollen zeigen, dass die Pikzahl von C gleich der Pikzahl von A plus der Pikzahl von B ist. Da gehen wir jetzt ganz genau so vor. Wir schauen uns zunächst einmal an die Gitterpunkte, die im Inneren, sagen wir, von A sind. Das sind dann auch Gitterpunkte, die im Inneren von C sind. Die tragen also gleich viel links und rechts bei. Schauen wir uns dann die Gitterpunkte an, die am Rand liegen, aber nicht auf der Diagonalen. Das sind Gitterpunkte, die am Rand von C sind und dann am Rand von A oder von B. Also auch da tragen Sie bei der Formel rechts und links jeweils ein halb bei. Das hebt sich weg. Bleibt also nur die Gitterpunkte, die auf der Diagonalen sind. Im Inneren, liegen Sie im Inneren von der Diagonalen, so sind es innere Gitterpunkte von C, tragen also links 1 bei. Und es sind Randpunkte sowohl von A als auch von B, wo sie jeweils ein halb beitragen. Ein halb plus ein halb ist 1, also die heben sich auch weg. Und wieder, das Einzige, was übrig bleibt, sind die beiden Endpunkte von der Diagonalen. Schauen wir uns etwa den oberen Endpunkt an. Das ist ein Randpunkt von C und trägt also zur linken Formel ein halb bei. Es ist auch ein Randpunkt von A und von B, trägt also jeweils ein halb bei. Insgesamt also trägt dieser Fixpunkt, dieser Eckpunkt da oben, um ein halb mehr rechts als links bei. Und dasselbe gilt auch für unten. Also bei der Summe werden diese beiden Eckpunkte rechts
um eins mehr beitragen als links. Aber dann gibt es eben noch bei der Pikzahl diese Zahl minus 1 pro Polygon. Also hat man ein minus 1 links, das minus 1, das zum C gehört, und rechts ein minus 1 für A und ein minus 1 für B. Das gibt also minus 2. Und das gleicht sich wieder aus. Und daher haben wir auch diese Formel gezeigt. Und dann natürlich auch gilt, dass der Inhalt von C gleich ist dem Inhalt von A plus dem Inhalt von B. Können wir sagen, wenn für zwei von diesen drei Polygonen A, B und C gilt, dass die Pikzahl gleich dem Inhalt ist, dann muss es auch für das dritte Polygon gelten. Also wenn Pikzahl gleich Inhalt für A und für B gilt, dann gilt es auch für C. Oder wenn Pikzahl gleich Inhalt für C und für A gilt, dann gilt es auch für B. Und damit sind wir jetzt eigentlich mit dem Beweis fast durch. So, und jetzt ist der Beweis eigentlich schon in Sichtweite. Wir müssen uns nur noch daran erinnern, dass sich jedes Polygon triangulieren lässt. Also durch Diagonalen zerlegen in lauter Dreiecke. Und wenn jetzt Flächeninhalt gleich Pikzahl gilt für jedes Dreieck, dann wird es auch gelten für jedes Polygon. Allerdings, halt, wir haben ja noch nicht für jedes Dreieck gezeigt, dass Flächeninhalt gleich Pikzahl ist. Wir haben das bisher erst für achsenparallele Dreiecke nachgewiesen. Jetzt müssen wir es noch für beliebige Dreiecke zeigen. Wie geht das? Nun, das geht ganz einfach. Wir sperren dieses beliebige Dreieck in ein Rechteck ein, dessen Seiten durch die Eckpunkte von dem Dreieck gehen. Und für das Rechteck gilt jetzt die Beziehung Pikzahl ist gleich Inhalt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das rechte obere Dreieck, ein achsenparalleles Dreieck, wegnehmen, dann gilt für das übrigbleibende Gebilde auch noch Pikzahl ist gleich Inhalt. Und dann schnipseln wir noch ein Dreieck weg und die Beziehung ist immer noch richtig und schließlich das letzte rechtwinkelige Dreieck weg und es bleibt ein beliebiges Dreieck, für das also gelten muss, Pikzahl ist gleich Inhalt. Und jetzt sind wir also fertig mit dem Beweis des Satzes von Pik. Spielen wir uns vielleicht noch ein bisschen. Also wenn wir hier dieses rechtwinkelige Dreieck haben und da unten ein kleines Eckerl wegschneiden, dann wird sich der Flächeninhalt um 1 verringern. Und tatsächlich, also ein innerer Fixpunkt ist nicht mehr und die Anzahl der Randpunkte, Gitterpunkte, ist gleich geblieben. Also wird das um 1 kleiner sein. Und wenn wir uns hier unten auf der Kante ein Quadratchen wegschneiden, was passiert dann? Also wir verlieren 2 innere Fixpunkte, wir gewinnen 2 Randpunkte dazu. Das macht also insgesamt bei der Pikzahl einen Verlust von 1. Das entspricht dem Verlust, dem Flächeninhalt. Und jetzt schauen wir uns Folgendes an. Nehmen wir so ein rechtwinkeliges, so ein Gitterpolygon und schneiden wir ein Dreieck ab und legen es beiseite für den späteren Gebrauch. Ja, ohne es zu ändern, kongruentes Dreieck habe ich da unten aufgezeichnet. Und jetzt schneiden wir auch noch das obere Dreieck weg und legen es für späteren Gebrauch beiseite. Und dann bleibt noch dieses Rechteck. Das zerlegen wir jetzt in 2 Puzzlestücke oder wie man will. Also so in dem einen sind 5 Quadrate und 2, in dem anderen sind 5 Quadrate und 3. Also so Pentomino-ähnliche Gebilde, die wir uns auch beiseite legen. Und jetzt fügen wir diese Stücke wieder zusammen. Ja? Diese 5 Stücke fügen wir zusammen, indem wir zuerst das kleine Dreieck hingeben, dann das große Dreieck dazu und dann diese Pentomino-Stücke oder wie sie heißen, diese Puzzlestücke, aber jetzt ein bisschen anders. Und was passiert? Wir bekommen ein Gitterpolygon, wo auf einmal eine Lücke zu sein scheint, auf der unteren Kante. Also was ist da passiert? Schauen wir uns das noch einmal genauer an. Wir sind ausgegangen
von dem Gitterpolygon da oben und haben die Stücke ausgeschnitten und bewegt und wieder zusammengefügt, aber ohne ihre Größe zu ändern. Und unten kommt da etwas heraus, das so ausschaut wie dieses Dreieck mit einer Lücke. Offensichtlich ist da der Flächeninhalt um eins kleiner geworden. Und das ist doch zunächst einmal einigermaßen verblüffend, denn wenn man etwas zerlegt und dann die Stücke wieder zusammenfügt, ohne ihre Größe zu ändern, dann sollte sich ja an dem Flächeninhalt nichts ändern. Die Frage ist also, was ist da passiert? Und unter normalen Umständen sollte ich jetzt eine Zeit lang warten und sie nachdenken lassen. Aber ich kann natürlich nicht allzu lang warten und es ist auch möglich, dass etliche von Ihnen diesen kleinen Zaubertrick schon kennen. Es ist ja ein Zaubertrick, da steckt ja irgendetwas dahinter. Ein echter Zauberer würde natürlich den Trick nicht verraten, aber ich bin kein echter Zauberer und ich will das also kurz erklären. Sie haben es wahrscheinlich schon erraten. Diese beiden Dreiecke, das Blaue und das Rote, die da vorkommen, die haben verschiedenen Anstieg. Und wenn man sie zusammenfügt, bekommt man gar nicht ein großes Dreieck, so wie es da zu sein scheint, sondern die obere Kante ist geknickt. In dem einen Fall oben ist sie nach unten geknickt und in dem anderen Fall unten ist sie nach oben geknickt. Und der Unterschied zwischen den beiden hat eben gerade Flächeninhalt 1 und das erklärt diese sonderbare Lücke, die da unten auftaucht. Gut, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu ernsteren Anwendungen des Satzes von Pick. Wir kommen jetzt zu einer ersten Anwendung des Satzes von Pick und der betrifft Ferré-Folgen. Die werden seit ungefähr 200 Jahren in der Zahlentheorie untersucht. Zu jeder natürlichen Zahl gibt es die entsprechende Ferré-Folge. Also die Ferré-Folge F5 zum Beispiel, die bildet man so. Also zunächst schaut man sich alle Fünftel an zwischen 0 und 1. Ein Fünftel, zwei Fünftel, drei Fünftel und vier Fünftel. Und dann alle Viertel zwischen 0 und 1. Ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel. Und dann alle Drittel zwischen 0 und 1. Also das ist ein Drittel und zwei Drittel. Und dann alle Halben, also da gibt es nicht viel, das ist ein Halb. Als nächstes entfernt man alle die Brüche, die gekürzt werden können. In unserem Fall betrifft das nur 2 durch 4. Alle anderen Brüche sind eh schon gekürzte Brüche. Und jetzt ordnen wir das der Größe nach, beginnen aber bei 0, also das ist 0 durch 1. Dann kommen die Punkte der Zahlen der Ferré-Folge und zum Schluss kommt 1 durch 1. Das gibt also die Ferré-Folge F5 zum Beispiel. Und der Hauptsatz über Ferré-Folgen, der besagt jetzt, wenn man zwei aufeinanderfolgende Brüche hat, A durch B und C durch D, dann ist natürlich B mal C größer als A mal D. Aber um wie viel größer? Genau um 1 größer. Das ist also die Beziehung. Wenn wir uns das auf unserem Beispiel anschauen, nehmen wir etwa ein Drittel und zwei Fünftel, die kommen hintereinander vor in F5 und da gilt tatsächlich 3 mal 2 ist 1 mal 5 plus 1. Und gegen Ende der Folge, also 3 Viertel und 4 Fünftel, ja, und tatsächlich gilt 4 mal 4 ist 3 mal 5 plus 1. Das gilt nicht nur für F5, das gilt für alle Ferré-Folgen, also für F289 und für F3.147.233 oder so. Ja? Und das ist dann schon eine recht erstaunliche Beziehung. Aber noch erstaunlicher ist eigentlich, dass es aus dem Satz von Pick hergeleitet werden kann. Das sieht zunächst verblüffend aus, weil da kommt ja weit und breit kein Streckenzug vor. Da geht es auch nicht um Flächeninhalte zunächst, es geht nur um Brüche. Also wie soll das geschehen? Nun,
Schauen wir uns das an. Der Trick besteht darin, dass man einen Bruch A durch B darstellt durch den entsprechenden Gitterpunkt BA. Da ist dann, also zum Beispiel beim Bruch 2 Drittel, der wird dargestellt durch 3, 2, da ist der Anstieg von der Strecke, vom Ursprung zu 3-2, der ist gerade 2 Drittel. Ja, also der Anstieg entspricht gerade der Bruchzahl. Und das machen wir jetzt für alle Brüche von einer Fahrreihenfolge, also etwa hier für F5. Das heißt, zuerst schauen wir uns alle Fünftel an, 1 Fünftel, 2 Fünftel, 3 Fünftel, 4 Fünftel, die liegen auf dieser Senkrechten, und dann alle Viertel, 1 Viertel, 2 Viertel, 3 Viertel, 4 Viertel und dann 1/2 und 1 und dann ziehen wir noch ab, lassen wir weg, die Brüche, die sich kürzen lassen. Also das ist in diesem Fall 2 durch 4. Genauer, wir machen es so, dass wir durch jeden Halbstrahl, durch so einen Gitterpunkt und durch den Ursprung, nur den Gitterpunkt verwenden, der dem Ursprung am nächsten ist. Falls weiter draußen auf dem Halbstrahl noch etwas vorkommen sollte, noch ein Gitterpunkt, lassen wir den weg. Da bekommen wir also diese Gitterpunkte. Und wir durchlaufen sie jetzt in einem Streckenzug. Wir beginnen ganz unten auf der X-Achse mit dem Punkt 1, 0. Und gehen dann, der Größe nach, gehen wir die durch. Das heißt, als nächstes, das ist wie ein Scheibenwischer, kann man sich das vorstellen, dass der da von der X-Achse bis zur Diagonalen geht. Also wir bekommen als nächstes 5, 1. Und dann 4, 1. Und dann 3, 1 und dann, glaube ich, 5, 2 und so geht das weiter. Also insgesamt bekommt man da einen Streckenzug und der führt schließlich zu dem Punkt auf der Diagonalen, das ist der Punkt 1, 1. Und von dort geht man wieder zurück zum Ursprung, 0, 0 und dann zu 1, 0 zum Ausgangspunkt. Und da hat man also einen Polygonzug gewonnen. Und für den Polygonzug gilt ja dann, das ist ein Gitterpolygon, gilt dann der Satz vom Pick. Ja, schauen wir uns das an. Also der Polygonzug würde so ausschauen. Also Sie sehen ein ziemlich stacheliges und zackiges Gebilde. Wenn man F10 aufzeichnen wollte, wäre das noch viel stacheliger. Also das würde ausschauen wie ein Igel oder wie ein Stachelschwein vielleicht. Und F100, das könnte man bestimmt nicht mehr zeichnen. Aber das ist ja auch gleichgültig. Wir wissen, wir können den Satz vom Pick anwenden. Insbesondere wenden wir ihn an für die Dreiecke, die bestehen aus zwei aufeinanderfolgenden Bruchzahlen. Ja, die bekommt man also, die werden durch diesen Scheibenwischer hintereinander durchlaufen. Wir verbinden diese beiden Gitterpunkte mit dem Ursprung. Es gibt ein Dreieck, ein Gitterpolygon, und für dieses Gitterpolygon gilt, dass es außer den Eckpunkten keine weiteren Gitterpunkte enthält. Ja, es kann keine Gitterpunkte auf den Seiten des Dreiecks geben, die zum Ursprung hingehen, weil wir haben ja gekürzt. Wir schauen uns nur gekürzte Brüche an. Und es kann keine Gitterpunkte dazwischen geben, weil die Brüche sind ja aufeinanderfolgend angereiht. Also keine weiteren Gitterpunkte, also diese Dreieckpunkte. Wir wissen also, die Pickzahl von diesem Dreieck ist 1/2. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck, der wird aber gegeben, also für jedes Dreieck, das so ausschaut, das von BA und DC und dem Ursprung aufgespannt wird, da ist der Flächeninhalt BC weniger AD halbe. Das ist eine wohlbekannte Formel. Also da die Pickzahl jetzt gleich dem Flächeninhalt ist, so folgt dann daraus sofort BC ist gleich AD plus 1 und das ist der Hauptsatz von Ferre. Also die Aussage mit dem Flächeninhalt, die folgt natürlich sofort aus der Interpretation der Determinanten, also BC minus AD, das ist gerade die Determinante des Parallelogramms, das durch diese beiden Vektoren
aufgespannt wird. Aber wir brauchen keinen determinanten Satz. Das gilt natürlich auch völlig elementar geometrisch. Wenn wir uns so dieses Dreieck anschauen, können wir uns ausrechnen, wie groß ist der Flächeninhalt von dem Trapez, also das ist die Höhe, b minus d, multipliziert mit dem Mittelwert der Seitenlängen von den parallelen Seiten, also a plus c halbe. Wir addieren dann dazu dieses Dreieck, das hat Flächeninhalt cd halbe, und wir ziehen ab dieses Dreieck, das hat Flächeninhalt b mal a halbe, und dann sehen wir sofort, also dass diese Behauptung über den Flächeninhalt des Dreiecks gilt und dass der Satz, der Hauptsatz von Fairey, damit bewiesen ist. Die nächste Anwendung des Satzes von Pick betrifft Polyeder, genauer die Polyederformel von Euler. Polyeder, Sie wissen, also Körper im dreidimensionalen Raum, die von ebenen Flächen beschränkt sind, also berandet sind von Vielecken. Es gibt regelmäßige Polyeder, zum Beispiel die fünf platonischen Körper, die da aufgezeichnet sind, oder unregelmäßige. Wir verlangen keineswegs, dass unsere Polyeder regelmäßig sind. Zur Sicherheit verlangen wir, dass sie konvex sind. Und die Formel von Euler für Polyeder, die lautet jetzt, schauen wir uns an, die Anzahl der Ecken E, die dieses Polyeder hat. Schauen wir uns an die Anzahl der Kanten K, die dieses Polyeder hat. Und schauen wir uns an die Anzahl der Flächen des Polyeders. Und dann gilt die wunderbare Formel, dass E plus F gleich ist K plus 2. Und das wollen wir herleiten mit Hilfe des Satzes von Pick. Und auch das sieht zunächst einmal erstaunlich aus, weil beim Satz von Pick geht es um Streckenzüge in der Ebene und da geht es um Flächeninhalt. Hier ist man im dreidimensionalen Raum und weit und breit kein Inhalt zu sehen. Also was ist da überhaupt der Zusammenhang? Na, schauen wir uns das an, vielleicht noch einmal mit dem Würfel. Anhand des Würfels wollen wir den Beweis veranschaulichen. Also in dem Fall wäre die Anzahl der Ecken 8 und die Anzahl der Kanten, also das sind 4 oben und 4 unten und dann 4 senkrechte, das ist 12. Und die Anzahl der Flächen, also das ist beim Würfel natürlich 6, und da gilt tatsächlich 8 plus 6 ist gleich 12 plus 2. Und wir wollen also diese Formel jetzt ganz allgemein herleiten. Und da gehen wir so vor. Wir nehmen den Würfel und spannen ihn auf. Wir stellen uns vor, dass der Würfel oder allgemein das Polyeder Kanten hat, die aus beliebig dehnbarem Gummi sind. Und wir nehmen jetzt eine Fläche, beim Würfel hier die hintere Fläche, sagen wir, und dehnen in alle Richtungen aus, wie bei einem Expander, sodass sich auch die anderen Kanten ausdehnen müssen. Und wir dehnen das und spreizen das aus auf einem Brett. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja? Die hintere Fläche entspricht jetzt dem Umfang des großen Vierecks, und die fünf übrigen Flächen, die sind so verzerrt auf, ich will immer sagen, auf der Vorderseite. Und da wollen wir jetzt also ausnutzen, dass der Flächeninhalt des, verzeihen Sie, dass der Flächeninhalt des hinteren Polygons gleich ist der Summe der Flächeninhalte der vorderen Polygone. Was natürlich dank Pick bedeutet, dass die Pick'sche Zahl von dem Polygon hinten gleich ist der Summe der Pick'schen Zahlen von den Polygonen vorne. Und das müssen wir jetzt nur aufschreiben und wir werden sehen, daraus folgt sofort die Polyederformel. Da müssen wir also jetzt
Gitterpunkte zählen. Und wir beginnen zuerst mit den Gitterpunkten, die im Inneren von einem der vorderen Polygone sind. Im Inneren eines vorderen Polygons. So ein Gitterpunkt trägt 1 bei für das entsprechende vordere Polygon. Aber er ist natürlich auch ein Gitterpunkt, ein innerer Gitterpunkt des hinteren Polygons und trägt da auch 1 bei. Also auf beiden Seiten der Formel trägt er jeweils 1 bei und daher kann man das weglassen. Schauen wir uns jetzt als nächstes an die Gitterpunkte, die im Inneren von einer Kante sind. Nun, das kann jetzt zum Beispiel die obere Kante sein, oder eine der äußeren Kanten. Die trägt bei 1/2 als Randpunkt von dem hinteren Polygon und 1/2 als Randpunkt von dem entsprechenden vorderen Polygon. 1/2 und 1/2, das hebt sich wieder weg. Oder es ist ein Gitterpunkt auf dem Inneren einer Kante, also im Inneren, trägt dann bei 1/2 für das eine und 1/2 für das andere Polygon, aber ist auch ein innerer Gitterpunkt des hinteren Polygons. Also trägt für das hintere Polygon 1 bei und jeweils 1/2 und 1/2 für 2 der vorderen Polygone. Und das hebt sich auch wieder weg. Sie sehen, da bleiben überhaupt nur die Eckpunkte übrig, die wir uns anschauen müssen. Und dann gibt es 2 Sorten von Eckpunkten. Wir bezeichnen mit U die Anzahl der Eckpunkte von dem hinteren Polygon. Also in diesem Fall sind es jetzt 4. Und dann gibt es für das hintere Polygon E minus U, also alle anderen Eckpunkte, die sind im Inneren, plus eben diese U-Eckpunkte am Rand, die jeweils 1/2 beitragen. Das ist der Beitrag von den Eckpunkten für das hintere Polygon. Und jetzt, wie schaut es aus mit den vorderen Polygonen? Nun, da muss man 1/2 rechnen für jede Fläche, auf der so ein Eckpunkt liegt. Und wie viele Flächen sind das? Nun, ein Eckpunkt liegt auf genau so vielen Flächen, wie Kanten von ihm weggehen. Und da ich das alles summiere, brauche ich bloß die Summe der Kanten anschauen. Und die Anzahl der Kanten dieses vorgegebenen Polyeders ist ja k. Allerdings muss ich da aufpassen, weil jede Kante wird 2-mal gezählt. Ja, sie geht ja von einem Eckpunkt weg und zu einem Eckpunkt hin. Also steht in Wirklichkeit 2k da. Und ich muss noch immer aufpassen, weil das hintere Polygon, das darf man ja jetzt nicht zählen. Also für diese U-Eckpunkte hier, ja, darf man das hintere Polygon nicht zählen. Man rechnet ja nur die Summe von den Beiträgen dieser Eckpunkte für die vorderen Polygone aus. Also muss ich U abziehen. Und da sehen Sie, das Sympathische ist, dass diese U's sich hier wegkürzen. Ja? Hier steht minus 1/2 U und hier steht auch minus 1/2 U. Was da also übrig bleibt, ist auf der linken Seite, also dort als Beitrag für die Pikzahl des hinteren Polygons, steht E. Und auf der rechten Seite steht K. Und jetzt bei der Pikzahl muss man dann pro Polygon auch immer noch 1 abziehen, immer dieses minus 1. Also für das hintere Polygon ist das E hoch minus 1. Und für die vorderen Polygone, wie viele sind das überhaupt, die vorderen Polygone? Insgesamt gibt es ja Groß-F-Flächen. Eine ist hintere Fläche geworden, vordere Polygone gibt es also F minus 1
Und bei der Summe wird bei jedem Summanden ein minus 1 genommen, bei jedem von diesen f minus 1 Summanden. Also hat man k minus f minus 1. Und da die Pikzahl des hinteren gleich die Summe der Pikzahlen des vorderen ist, folgt also diese Beziehung und das heißt natürlich, dass e plus f gleich k plus 2 ist. Und damit haben wir aus dem Satz von Pick auch die Eulersche Polyederformel hergeleitet. So, wir kommen jetzt zu den Schlussbemerkungen. Warum ist der Satz von Pick eigentlich so schön? Mir kommt vor, weil er fast am laufenden Band Aha-Erlebnisse produziert. Subjektive Gefühle, etwas verstanden zu haben. Lustvolle Erlebnisse, dass jetzt der Groschen gefallen ist. Dieses subjektive Gefühl des Verstehens ist etwas, das übrigens derzeit in der Philosophie der Mathematik sehr en vogue ist. Also die üblichen Themen sind ja ganz anders. Das sind Themen wie, wird ein mathematischer Lehrsatz eher erfunden oder entdeckt? Oder das Thema ist, gibt es eine Begründung für den mathematischen Platonismus oder so? Aber hier, bei diesen Aha-Erlebnissen, da geht es nicht um mathematischen Platonismus, sondern eher um mathematischen Hedonismus. Und der braucht wohl keine langwierige Begründung. Ich möchte übrigens nicht unerwähnt lassen, dass ich natürlich mich sehr auf die Anschauung verlassen habe und manchmal die Kurve ein bisschen eng genommen habe. Also wenn man das alles formal beweisen müsste, dann müsste man schon auch zum Beispiel erwähnen, dass es gar nicht so klar ist, was das Innere eines Polygons ist. Nicht? Das hat mit dem berühmten Jordanschen Kurvensatz zu tun. Wenn man so eine geschlossene, doppelpunktfreie Kurve hat, dann ist es gar nicht so einfach festzustellen, ob ein Punkt da irgendwo, ob der jetzt zum Inneren gehört oder nicht. Aber wir haben eben angenommen, also dass es immer klar ist, ob so ein Gitterpunkt im Inneren ist oder nicht. Und ebenso haben wir angenommen, dass es klar ist, dass sich jedes Polygon zerlegen lässt, in triangulieren lässt, also zerlegen in Dreiecke durch Diagonalen. Und das ist auch, bedarf auch eines Beweises, nicht wahr? Der übliche Beweis ist der, dass man zeigt, dass jedes solche Polynom sogenannte Ohren hat. Das sind also zwei aufeinanderfolgende Streckenzüge, die verbunden werden können durch eine Diagonale, also durch eine Strecke, die ganz im Inneren liegt. Auch das bedarf eines Beweises selbstverständlich. Aber wenn man das hat, dann kann man ein Ohr nach dem anderen abschneiden und kommt so zum Triangulierungssatz für Polygone. Aber das werde ich natürlich heute nicht mehr beweisen. Es ist so, dieses Jahr war ja schon schlimm genug, da muss nicht auch noch die Weihnachtsvorlesung überzogen werden. Bleibt also nur mir übrig, Ihnen gesegnete Weihnachten zu wünschen und ein glückliches neues Jahr mit möglichst vielen mathematischen Aha-Erlebnissen. Dankeschön.